Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um Photoshop. Denn in Photoshop gibt es einen Effekt, den du wahrscheinlich schon kennst, vom Namen her zumindest. Das ist der Orten-Effekt. Und diesen Orten-Effekt, den möchte ich dir heute mal ein bisschen genauer zeigen. Ich möchte dir zeigen, wie du ihn erstellen kannst. Und ich möchte dir zeigen, wie du ihn auch am besten auf deine Bilder anwenden kannst. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und außerdem, jetzt kannst du gleich mal noch dranbleiben, denn wenn du bei der Verlosung mitgemacht hast von dem Video von vor einer Woche, was ich mit Paul Südow zusammen gedreht habe, dort konnte man ja ein Loop Deck gewinnen, dann bleib auf jeden Fall dran, denn das verlose ich jetzt direkt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, wie ich gerade eben schon angekündigt habe, gibt es jetzt den Gewinner von dem Loop Deck hier unter meinem Video. Ihr könnt natürlich auch gerne den Gewinner bei Paul unter dem Video noch auschecken. Mein Gewinner ist auf jeden Fall der Achim E. Den habe ich gerade gezogen und ich möchte dir dazu herzlich gratulieren zu deinem neuen Loop Deck. Das Ganze wird dann per Post an dich geschickt. Schreibe mir einfach mal eine kurze E-Mail mit deinen Daten und dann wird das Ganze per Post auf den Weg zu dich gebracht. Also herzlichen Glückwunsch und die anderen, die jetzt nicht gewonnen haben, natürlich nicht traurig sein. Es wird weitere Verlosungen auf diesem Kanal geben. Es gab ja jetzt schon davor auch eine Verlosung. Also ihr seht, es geht hier auf dem Kanal auf jeden Fall vorwärts. Ich freue mich auch, dass ihr so aktiv mit dabei seid und danke, dass ihr den Kanal auch so supportet, denn das macht das Ganze hier überhaupt erst möglich. Denn man muss ja auch immer mit dazu sagen, ohne Support funktioniert das Ganze nicht, auch ohne Kooperation funktioniert das Ganze nicht. Und von daher bin ich sehr, sehr dankbar. Auf der einen Seite euch sehr dankbar, dass ihr den Kanal so unterstützt. Auf der anderen Seite auch den Firmen dankbar, die Kooperation mit uns machen hier, damit das Ganze so toll funktioniert. Und ich denke mal, so hat jeder auf jeden Fall was davon. Jetzt geht es aber los mit dem Thema in Photoshop, dem Orten-Effekt. Viel Spaß! Der Orten-Effekt ist benannt nach dem Fotografen, der ihn erfunden hat, nämlich Michael Orten oder Michael Orten, aber ich denke mal eher Michael Orten. Und dieser Fotograf hat es Ganze in den 80er Jahren gestartet, diesen Effekt zu bauen. Damals natürlich noch in der Analogfotografie und er hat es im Endeffekt so gemacht, dass er die Kamera auf ein Stativ gestellt hat und dann zwei Bilder gemacht hat. Zum einen ein scharfes Bild, was allerdings zwei Blendenstufen überbelichtet wurde und dann nochmal ein unscharfes Bild, was eine Blendenstufe überbelichtet wurde. Und wenn man dann später in der Bildbearbeitung, natürlich nicht so, wie man sie heute kennt, sondern in der Dunkelkammer, wenn man diese Bilder dann quasi übereinander gelegt hat und miteinander multipliziert hat, dann ist der sogenannte Orten-Effekt dabei herausgekommen. Und natürlich ist es jetzt hier in Photoshop sehr viel einfacher, das zu machen. Zum einen müssen wir nicht zwangsläufig jetzt mehrere Bilder hier machen, sondern wir können das auch aus einem Bild quasi erstellen. Und zum anderen ist es natürlich auch von der Zeit sehr viel geringfügiger, der Aufwand. Ich möchte dir das jetzt einfach mal zeigen. Ich habe mir dazu mehrere Tutorials auch mal selber bei YouTube angeguckt und ja, alle variieren so ein kleines bisschen, wie man da hinkommt, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich fast immer dasselbe. Ich allerdings halte mich nicht ganz daran, sondern ich möchte mich wirklich eher daran halten, wie der Michael Orten das gemacht hat und den Unterschied möchte ich dir jetzt auch zeigen. Zuerst einmal haben wir jetzt hier unsere Hintergrundebene und die duplizieren wir jetzt zweimal. Das geht auf unterschiedliche Art und Weise. Wir können sie einmal hier unten auf das neue Ebenensymbol ziehen. Wir können aber auch einfach Command und J drücken und dann wird diese Ebene auch nochmal dupliziert. Und dann haben wir das Ganze jetzt hier im Endeffekt dreimal hintereinander. Die oberste Ebene blende ich erstmal wieder aus und werde jetzt hier die zweite Ebene aktivieren. Und das ist unsere Ebene, die scharf sein soll. Das wird jetzt hier das scharfe Foto, was allerdings zwei Blendenstufen überbelichtet sein muss. Und dann sagen halt viele Leute, dass man jetzt hier in den Mischmodi einfach das Ganze auf negativ multiplizieren stellen kann. Dann wird das Ganze auch erhellt. Und ja, das geht so natürlich auch relativ einfach. Ich für meinen Teil möchte mich aber tatsächlich hier über die Filter und dann Camera Raw Filter gehen. Und dann kann ich jetzt hier nämlich ganz haargenau zwei Blendenstufen plus einstellen. Und ihr seht schon, dass das Ganze dann auch ein bisschen heller belichtet ist, als wenn man das Ganze mit der negativ multiplizieren Mischmodi-Geschichte machen würde. Und von daher bleibe ich jetzt hier mal wirklich bei der Anleitung, die damals der Herr Orten so herausgegeben hat. Die zweite Ebene werde ich jetzt hier mal aktivieren und auch wieder einblenden. Und dann werde ich jetzt hier über den Camera Raw Filter wieder gehen und diesmal meine Plus-1-Belichtung einstellen. Das wird jetzt hier auch die Ebene, die ich dann gleich noch unscharf machen werde. Aber erstmal die Belichtung auf Plus-1 stellen, wieder bestätigen das Ganze. Und jetzt werde ich aus dieser Ebene hier mal ein Smart-Objekt machen.
Rechtsklick hier einmal drauf, in Smart Object konvertieren. Und das hat den großen Vorteil, wenn ich jetzt hier gleich das Bild unscharf machen möchte, dass ich dann im Nachhinein diesen Effekt immer wieder verstellen kann. Das bedeutet, ich werde jetzt hier einmal über Filter gehen, in die Weichzeichnungsfilter und dann den Gaußschen Weichzeichner anwenden. Und das Tolle ist jetzt, wenn ich jetzt daraus kein Smart Object gemacht hätte, dann könnte ich das jetzt hier einmal einstellen und dann wäre es das halt gewesen. Aber ich kann jetzt so gleich immer wieder in diesen Filter reingehen und immer wieder hier diesen Radius verstellen. Ich denke mal, dass hier so ein Radius von 12 bis 15 Pixel eigentlich ganz gut ist. Das muss man von Bild zu Bild immer so ein bisschen abwägen, wie groß auch die Auflösung ist. Aber hier in meinem Fall denke ich mal, dass ich mit 15 Pixel relativ gut liege. Und jetzt, wie gesagt, hier siehst du den Smart Filter, Gaußscher Weichzeichner. Mit einem Doppelklick hier drauf kann ich jederzeit wieder reingehen und das Ganze beliebig verstellen. Stell es mal wieder auf 15 Pixel. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist jetzt hier das Ganze multiplizieren miteinander. Und das geht auch wieder über den Mischmodus hier von normal auf multiplizieren. So, das ist im Endeffekt jetzt der Orten-Effekt, wenn man ihn zu 100% auf so ein Foto anwendet. Zeigt dir mal ein ganz kurzes Vorher-Nachher. Also, so sah es vorher aus, so sieht es jetzt danach aus. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das wirklich gut aussieht. In dem Fall würde ich jetzt mal sagen, nein. Und ich sage dir auch ganz genau warum, weil es über die Haut geht. Und das ist halt immer so ein Ding, das finde ich persönlich nicht besonders toll. Ich finde diesen Effekt dann gut, wenn er gezielt und gemäßigt eingesetzt wird. Ja, ich habe schon viele Fotos gesehen, wo dieser Effekt halt wirklich zu 100% draufgeballert wird und ja, Leute, also das sieht dann halt irgendwann nicht mehr gut aus. Ne? Von daher würde ich das Ganze jetzt an der Stelle hier mal mit der gedrückten Shift-Taste beide Ebenen markieren und dann mit Command und G kann ich das Ganze hier gruppieren, in eine Gruppe zusammenfassen und dann habe ich diesen Effekt hier in dieser Gruppe drin. Und das Tolle jetzt an dieser Gruppe ist, ich kann dem Ganzen eine Ebenenmaske geben. Das kann ich hier unten machen, über die neue Ebenenmaske hinzufügen hier. Und wenn ich dabei die Options- oder die Alt-Taste drücke, dann wird diese Ebenenmaske gleich komplett schwarz. Das bedeutet, dieser gesamte Effekt, diese gesamte Gruppe hier wird erstmal komplett ausgeblendet. Und jetzt kann ich mir hier einen Pinsel nehmen, ein Pinselwerkzeug. Ich habe jetzt hier mal die Pinselspitze schon sehr groß eingestellt, Härte auf 0% und die Deckkraft habe ich mal so auf 30% gestellt, damit ich diesen Effekt jetzt mit einer weißen Vordergrundfarbe relativ sanft wieder erstmal reinmalen kann. Und dabei geht es mir besonders darum, dass ich jetzt hier nicht über die Haut male, sondern mir geht es darum, diesen Effekt hier vor allem in den Hintergrund reinzubekommen. Hier über das Jackett kann man auch ganz gut gehen, da sieht der Effekt auch gut aus. Hier der Blumenstrauß, den kann man so ein bisschen mitnehmen und hier auf der Seite natürlich auch wieder den Hintergrund. Und man kann das Ganze jetzt natürlich durch mehrmaliges Übermalen hier von dem Hintergrund auch stärker noch reinbringen. Und je nachdem, in welcher Ecke dir das besonders gut gefällt, kannst du es natürlich auch umso mehr reinbringen. Man kann hier auch so ein bisschen mal über den Arm gehen. Du siehst, dass er da so ein bisschen heller wird und so ein bisschen verwaschen. Aber ich denke mal, an der Stelle ist das noch okay. Und ja, das sieht doch so schon mal ganz gut aus. Hier über die Haare will ich es nicht zu stark machen, ja, weil das dann, wie gesagt, schon etwas komisch aussieht. Aber ich zeige dir jetzt mal ganz kurz den Vorher-Nachher-Effekt. So sieht es ohne den Orten-Effekt aus. So sieht es mit dem Orten-Effekt aus. Und so, finde ich, hat dieser Effekt eine gute Anwendung und macht das Bild noch ein bisschen besser. Das heißt, wir kriegen hier noch ein bisschen mehr Kontrast rein. Es wird noch ein bisschen unschärfer im Hintergrund. Und ja, auch ein bisschen mehr Farbigkeit noch ins Bild. Das ist alles wirklich so, dass es mir gut gefällt. Aber wie gesagt, ich würde dir empfehlen, male niemals mit so einem Effekt über die Haut von irgendwelchen Menschen, weil das sieht halt wirklich nicht gut aus. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und falls du dich mit Photoshop näher beschäftigen möchtest, dann geh mal auf meinen Online-Store, denn dort gibt es ein Videotraining zum Thema Photoshop. Den Einstieg in Photoshop, also wie funktioniert das ganze Programm. Wir werden einmal komplett so durchgehen, alles Wichtige erlernen, was man braucht, um mit Photoshop zu arbeiten. Ich denke mal, da kannst du auf jeden Fall eine ganze Menge draus ziehen. Ansonsten, falls du noch Fragen hast, poste es einfach unten in die Kommentare oder falls du auch noch Videovorschläge hast oder Anregungen und Tipps und Tricks. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Mach's gut. Ciao.